Eine leere Glasflasche mit Schraubverschluss. Hier liegt ein Time Magazine. Eine Glasscherbe. Das Time Magazine. Titelthema: Kampf den Alltagsdrogen. Auf dem Cover ist eine Whiskyflasche. Der Besitzer scheint ein echter Patriot zu sein. Viele nützliche und weniger nützliche Dinge. Ein echter Straßenkiosk, wie es sie überall auf der Welt gibt. Sieht sehr geschäftstüchtig aus. Guten Tag. Guten Tag, schöne Lady. Wie kann ich Ihren Aufenthalt am Palace of Fine Arts versüßen? Wenn ich es mir recht überlege, hätte ich gern was zu trinken. Wie wär's mit Eistee? Sehr erfrischend. Naja. Sorry, deutsches Bier habe ich leider nicht auf Lager. Lager, Sie verstehen? Schade, das verstehe ich nämlich unter einer Erfrischung. Alkoholische Getränke bekommt man hier nicht einfach so an jedem Kiosk. Und wieso? Sie erwarten jetzt nicht ernsthaft einen Vortrag über die kalifornischen Alkoholgesetze, oder? Das Einzige, was Sie wissen müssen, ich verkaufe hier keinen Alkohol, weil ich das nicht darf. So einfach ist das. Wollen Sie nun einen alkoholfreien Eistee oder nicht? Na gut, wenn es nichts anderes gibt, nehme ich einen. Die Freundlichkeit in Person. Bye, bye. Machen Sie's gut, Lady. Eine gewöhnliche amerikanische Straßenpfütze. Falsche Zeit, falscher Ort. Okay, das Etikett der Whiskyflasche auf dem Titelbild konnte ich sauber ausschneiden. Den Rest der Zeitschrift werfe ich weg. Ich feuchte das Etikett mal ein bisschen an. Das feuchte Papier klebt auf der Flasche, zumindest so lange, bis es wieder trocken ist. In der Glasflasche sieht der Tee deutlich appetitlicher aus. Könnte man tatsächlich für eine echte Whiskyflasche halten. Wenn ich mich vorsichtig von der Seite nähere, kann ich meine Whiskyflasche unbemerkt zwischen die anderen Waren legen. Der Motor läuft. In Deutschland hätte er jetzt bereits eine Armee von Umweltschützern am Hals. Ein amerikanischer Cop wie aus dem Bilderbuch. Hi, ich bin's wieder. Wie kann ich Ihnen helfen, Miss? Darf ich Sie was fragen? Tun Sie das nicht schon die ganze Zeit? Es ist wegen der strengen Alkoholgesetze hier in Kalifornien. Ich möchte da beim Kauf nicht irgendwelche Fehler machen. Alkohol wird hier nur zu gesetzlich geregelten Öffnungszeiten in speziellen Spirituosenläden an Kunden abgegeben, die mindestens 21 Jahre alt sind. Das heißt, Alkohol darf nur in speziellen Geschäften verkauft werden? Aber selbstverständlich. Ist das bei Ihnen anders? Nun ja, Sie bekommen eigentlich so ziemlich alles, was es überhaupt gibt. Und so ziemlich überall. In jedem Supermarkt, an Tankstellen sowieso. Und selbst der kleinste Kiosk führt ein breites Sortiment. Reden wir hier wirklich noch über Alkohol? Oder geht's um Feuerwaffen? Ich muss noch mal auf die Sache mit der Verkaufslizenz für Alkohol zurückkommen. Was ist damit? Wie erkenne ich so einen lizenzierten Laden eigentlich? Das ist einfach. Am Schild über der Tür mit der Aufschrift Liquor Store. Nicht zu übersehen. Ach so. Dann kann ich also davon ausgehen, dass der Kioskbetreiber dort drüben keinen Alkohol verkaufen darf. So ist es. Dort werden Sie keinen Alkohol bekommen. Die Geschäfte müssen nämlich einbruchssicher sein. Deswegen fehlt auch das angesprochene Schild. Ich habe dort in der Auslage aber Alkohol gesehen. Wiederholen Sie das. Naja, ich kenne mich zwar nicht so gut aus, trinke nur hin und wieder mal einen Schluck Bier, aber das dort sieht mir doch verdächtig nach einer Flasche Whisky aus. Also falls das stimmt, dann... Ich werde mir das mal näher anschauen.
Der Officer wird bestimmt bald merken, dass es sich nur um einen harmlosen Streich handelt. Zumindest hoffe ich das für den Verkäufer. Was da wohl drin ist? Der Polizist ist aushäusig. Eine gute Gelegenheit, einen Blick in den Kofferraum zu werfen. Ich steck mal alles ein, wofür ich Verwendung haben könnte. So, und jetzt vorsichtig wieder schließen. Praktisch, wenn man die Schlüssel für die Handschellen verlegt hat. Der Kanister ist randvoll mit Diesel. Dahinter verbirgt sich laut Plakette ein Notstromaggregat. Die Tür ist mit einem dicken Vorhängeschloss gesichert. Weg mit dem Vorhängeschloss. Der Generator ist aus. Springt nicht an. Aber welcher Motor tut das schon, wenn er keinen Treibstoff hat? Die Öffnung des Tanks ist auf das Einfüllen über einen Stutzen ausgelegt. Mit dem Kanister kann ich den nicht direkt befüllen. Ich komme da nicht hoch. Da muss das Feuer ausgebrochen sein. Ich komme da nicht hoch. Werbung für eine Ausstellung über Leonardo da Vinci. Und das Gemälde auf dem Plakat kenne ich nur zu gut. Die Madonna Benoit. Wie der Polizist gesagt hat, alle Bilder wurden in Sicherheit gebracht. Ich muss die Madonna Benoit finden, hinter der Da Vinci einst die geheime Botschaft des Archimedes versteckt hat. Hier hingen wohl die Gemälde, bevor das Feuer ausgebrochen ist, darunter auch Da Vincis Madonna Benoit. Im Raum hinter dieser Tür hat das Feuer wohl besonders stark gewütet. Ich bin schon lang nicht mehr an der Außenfassade eines öffentlichen Gebäudes entlang geklettert. Meine Güte, das Feuer hat hier ganze Arbeit geleistet. Ein verbogenes Brillengestell aus Metall. Die Gießkanne ist aus Blech. So eine Hitze war selbst für diese Palme zu viel des Guten. Alles ein Opfer der Flammen. Keine Ahnung, warum der Schreibtisch nicht so stark verbrannt ist wie der Rest des Raums. An der Schublade befindet sich ein einfaches Schloss. Scheint verschlossen zu sein. Das Schloss habe ich im Handumdrehen geknackt. Außer einer dünnen Metallkarte ist hier nichts Brauchbares zu finden. Auf der dünnen Metallkarte befindet sich ein Datenchip. Die Tür hat sich durch die Hitze stark verzogen. Die wird sich nie wieder auf traditionelle Weise öffnen lassen. Ich habe den Diesel vorsichtig in die Gießkanne umgefüllt.
Die Tülle der Gießkanne passt perfekt in die Tanköffnung. So geht kein Tropfen Diesel verloren. Sehr überschaubar. Nichts passiert. Die Sicherung springt wieder raus. Nichts passiert. Die Sicherung springt wieder raus. Eine feuerfeste Metalltür. Wahrscheinlich hat man die Gemälde in diesen Raum gebracht, als das Feuer ausgebrochen ist. Ohne Strom kann die Schlüsselkarte nicht eingelesen werden. Nichts passiert. Die Sicherung springt wieder raus. Nichts passiert. Jetzt tuckert der Generator vor sich hin und versorgt das Museum mit Notstrom. Geschafft. Der Weg ins Archiv ist frei. Dieser Raum hat keine Fenster. In dieser Finsternis kann ich nichts erkennen. Die Beleuchtung funktioniert jetzt. Allerdings ist dafür die Sicherung für die Steckdosen wieder rausgeflogen. Das Notstromaggregat ist wohl nicht in der Lage, Beleuchtung und Steckdosen gleichzeitig mit Energie zu versorgen. Bingo! Irgendwo hier muss Da Vincis Gemälde aufbewahrt werden. Der Schirm fehlt, aber sonst scheint die Lampe in Ordnung zu sein. Eine Lampe, wie nützlich! Gewöhnliche Holzkisten, voll mit Dingen, die ich nicht brauchen kann. Die Kisten enthalten nichts Interessantes. Wie man unschwer erkennen kann, sind die Lampen an. Hier können all die Kunstwerke sicher gelagert werden. Und unter den Gemälden befindet sich hoffentlich auch die Madonna Benoit. Eine ganz normale Steckdose. Das ist wohl der Arbeitsplatz von Anderson, dem Restaurator, den Max hier treffen wollte. Ich frage mich, welche Informationen er für Max hatte. Ein Röntgengerät, das zum Durchleuchten von Ausstellungsstücken eingesetzt wird. Damit kann man unter anderem auch die Echtheit der Exponate überprüfen. Ohne Strom tut sich da nichts. Ein Röntgengerät, das zum Durchleuchten von Ausstellungsstücken... Ich steck das Kabel mal ein. Leider ist kein Saft auf der Steckdose und so bleibt die Lampe aus. Die Steckdosen sollten jetzt wieder funktionieren. Allerdings ist dafür die Sicherung für die Beleuchtung wieder rausgeflogen. Das Notstromaggregat ist wohl nicht...
einer dieser schicken All-in-One-PCs. Leider hat er keinen Strom. Meine Güte, der bootet aber schnell. Ich sollte ihn nicht ständig an- und ausschalten. Nach welchem Künstler soll ich suchen? Nach welchem Gemälde soll ich suchen? Welches Entstehungsjahr soll ich auswählen? Ja, ich weiß jetzt, wo die Madonna Benoit aufbewahrt wird. Dann will ich sie mal holen. Meine Güte, da drin kann man sich ja heillos verlaufen. Aber ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Bin gespannt, was für ein Geheimnis das Gemälde birgt. Die Madonna Benoit. Bin gespannt, welches Geheimnis sich hinter ihr verbirgt. Leider kann ich auf den ersten Blick nichts Verdächtiges entdecken. Natürlich! Anderson hat das Gemälde durchleuchtet und dabei Da Vincis Geheimnis gelüftet. So schwer kann das eigentlich nicht sein. Ich versuch's mal. Was ist das denn? Was passiert hier? Mein Freund, ihr wünscht mich zu sprechen? Mein König. Verneigt euch nicht, Archimedes. Mag meine Macht auch groß sein. Mein Name ist irgendwann vergessen. Deiner hingegen wird die Zeit überdauern. Euer Bote sagte mir, dass ihr eine außerordentliche Entdeckung gemacht habt. In der Tat. Schaut her. Was seht ihr? Einen Kreis? Wer ein Rad beschlägt, muss den Umfang des Rades kennen. Wer eine Säule mit einem Kranz schmücken will, muss wissen, wie groß der Umfang dieser Säule ist. All dies lässt sich nur mit Hilfe der Kreiszahl bestimmen, die allerdings seit jeher nur auf Schätzungen beruht. Niemand wusste, wie man sie genauer berechnen kann. Ihr habt die Formel gefunden? Großartig! Unsere Baumeister werden es euch danken. Verzeiht, mein König, aber hier geht es um weit mehr als den praktischen Nutzen für das Handwerk. Diese Formel birgt die Ewigkeit. Ihr sprecht in Rätseln. Die Kreiszahl ist schwer fassbar. Sie besteht aus mehr Ziffern, als ihr Sterne am Himmel seht. Sie bis auf die letzte Stelle zu berechnen, bedarf viel Zeit. Der Kreis ist das Symbol der Vollkommenheit. Wer die Kreiszahl bis auf ihre letzte Ziffer kennt, dem erschließt sich das Geheimnis dieser Welt. Entschlüsseln wir diese Zahl, so blicken wir in das Antlitz der Götter. Ihr wart mir stets ein treuer Freund. Und ihr wisst, dass ich eurem Urteil vertraue. Wenn ihr einen Gehilfen für die Berechnung braucht, so genügt ein Wort. Nicht einen, mein König. Die Berechnung dieser Zahl wird mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Bau der Pyramiden. Wir brauchen Tausende. Mein Gott, diese Visionen werden immer merkwürdiger. Hatte Archimedes recht? Verbirgt sich hinter Pi ein Geheimnis? Nina Kalenko? Anderson? Nein, der ist genauso verschwunden wie dein Verlobter. Max, was ist mit ihm passiert? Dasselbe, was mit dir passiert wäre, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Hast du nicht gemerkt, dass du überwacht wirst? Überwacht? Von wem? Erklär ich später. Komm sofort zu mir. Wo finde ich sie? Hallo? Sind Sie noch da? Anscheinend nicht. Ein QR-Code? Mit meinem Mobiltelefon kann ich solche QR-Codes einlesen. Cassandra? Der Name stand doch auch in der E-Mail, die Max von diesem Restaurator erhalten hat.
Wenn ich mich recht erinnere, ist Kassandra eine tragische Figur aus der griechischen Mythologie, die jedes Unheil vorhersah, aber bei niemandem Gehör fand. Nicht gerade ein gutes Omen, aber das ist meine einzige Spur. Okay, ich erdrehle die. Verdammt! Was ist? Die haben mein System gehackt und übernehmen die Kontrolle. Sorry, melde mich gleich wieder. Halt, warten Sie! Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Verdammt! Ins System gehackt? Übernehmen die Kontrolle? Worüber denn? Ich muss Kassandra finden.